Ab geht er. Direkt wieder da für euch. Eben extrem langes Match gehabt in Runde 2 zwischen dem Fuchs-Deck und dem GLM Hard-Deck, das dann im Endeffekt der Dominik bravourös mit 2:0 für sich entscheiden konnte. Aber jetzt haben wir in Runde 3 die nächsten Spieler, die noch zu 0 und ungeschlagen im Turnier unterwegs sind. Das sind hier einmal auf der linken Seite der Daniel. Genau. Und der Daniel, ich kann ja mal seinen Decknamen zitieren, er hat sein Deck selber genannt. Ich wollte Kaguya spielen, hat es dann aber offensichtlich doch gelassen, weil, wie ich hier in seiner Liste sehe, hat er sich dafür entschieden, Prisha zu spielen. Genau. Einer der Spieler, der trotzdem, obwohl Prisha jetzt nicht mehr so relevant ist, dadurch, dass Levitine aus dem Format verschwunden ist, sich dafür entschieden hat, Prisha zu spielen. Und zwar hat er sich dafür eine Liste entschieden mit Hans. Hans der Bohnenrankenerklimmer. Den kannte man ja auch schon im letzten Format, die Variante des Decks. Man hat es ja damals in den USA Jack and the Giants genannt, das Jack and the Giants Hans-Deck. Und hier heißt er eben Hans Bohnenrankenerklimmer. Und zwar hat er da aber jetzt mittlerweile eine Karte aus dem neuen Set integriert, der da eine ganz, ganz coole Combo bringt, der den Hans ins Spiel bringt dann. Und zwar ist das Umrad Tawil. Richtig. Und der Umrad Tawil, über den haben wir uns auch im Vorhinein schon ein bisschen unterhalten, dass das wirklich eine sehr, sehr starke Karte ist aus dem neuen Set. Ja. Und zwar sagt er eben einfach, wenn er aufs Spielfeld kommt, darfst du deinem Deck nach einem Nichtspruch von Gesamtkosten von 1 und von 2 und von 3 durchsuchen, jeweils genau die Kosten, und die dürfen dann alle zusammen direkt aufs Feld kommen, und dann kannst du dir eben zum Beispiel auch den Hans dann raussuchen. Richtig. Und der Umrad Tawil hat, wie wir sehen, eigentlich Gesamtkosten von 7, aber da gab es noch eine andere coole Karte im aktuellen Set, und zwar die Feili, die geniale Fälscherin, und die sagt eben, indem du sie erschöpfst und nochmal einen Feuerwillen bezahlst, dass du eine Spielmarke-Kopie eines anderen Resonators deiner Wahl, den du kontrollierst, aufs Feld bringen kannst. Und dadurch kannst du dann den Effekt vom Umrad eben auch nutzen. Richtig. Was dann sehr, sehr viel billiger ist in dem Fall. Das auf jeden Fall. Und als Herrscher eben die Prisha. Ja. So, du kannst ja, was können wir da schon erkennen, was der Jan, was der Jan überhaupt spielt. Genau, der Jan spielt, Achtung, Deckname, Elfensturm mit Kitties. Sehr interessant. Also wir sehen hier eine Feasting-Liste mit mit der Tama, mit den Elfenheiligen. Ja, was liegt da jetzt gerade noch auf dem Feld? Einen Moment. Ich kann es leider nicht so gut erkennen. Leider hackt unser Bild hier gerade extrem. Ja. Und von daher ist es relativ schnell, relativ schwer zu verfolgen. Und da hoffentlich können wir da irgendwie ein bisschen was an unserer Technik drehen, weil sonst ist es für uns ein bisschen sehr schwierig. Das auf jeden Fall. Ach so, jetzt weiß ich, was da liegt. Alles klar. Also beim Jan liegt derzeitig auf dem Feld einmal eine Tama. Ja, und die Elfenheilige. Ja, genau, sogar zwei Elfenheilige. Nee, es ist eine Elfenheilige und ein Elfentoken. Ah. Weil Fiesing sagt ja, jedes Mal, wenn du in einem Zug zwei Karten spielst, kriegst du einen Elfentoken. Und aufs Feld. Da hat er dann genau, der Token sieht ja im Prinzip genauso aus wie der Elfenheilige auch. Meinst du, dann hat er einfach die mit dem Design von der Elfenheiligen Token gemacht? Das denke ich mir mal. Also es gibt richtige Tokens von FOW selber aus den Displays, aber es gibt halt auch viele Fan-Tokens, die selbst gestaltet wurden, selbst ausgedruckt. Allerdings ist ja auf der Unterseite sehen wir den Daniel mit der Prisha. Von daher sind da ja gar keine Feasing-Tokens dann. Nee, auf der Feasing-Seite halt war eben gerade ein Token. Ah, okay, aber und beim Daniel lagen zwei Elfenheilige. Okay. Richtig. Alles klar, dann haben wir das jetzt erstmal aus dem Weg geräumt. Jetzt läuft unser Spiel ja auch wieder ein bisschen flüssiger. Von daher können wir da jetzt wieder ein bisschen mehr mit euch einsteigen. Genau. Und können ja nochmal auf die Feasing-Liste ein bisschen eingehen, weil da habe ich viele interessante Sachen gesehen. Oh ja, also in dieser Feasing-Liste, das ist halt nicht diese typische Standard-Turbo-Guaiba-Liste mit diesen weißen Drachen, sondern es geht halt wirklich eher darauf, dass man Elfen rausbringt, die dann halt in so einem Verlauf des Spiels immer wieder Schaden machen. So, da haben wir auch eben gerade eine Zauberkarte gesehen, das ist der Widerhall, das ist der wahnsinniger Widerhall, heißt die Karte. Es ist eine Zerstörungszauberkarte, die ein Mana kostet. Genau, wir kriegen sie gerade eingeblendet. Nur als zusätzliche Kosten musst du einen Resonator mitverbannen.
So, und da bieten sich diese Tokens halt wunderbar an, weil sie nichts kosten. Ja, das ist natürlich eine absolut beste Wahl dann. Richtig. So, und aber jetzt auf Seiten von Daniel ist jetzt der altbekannte Hans Bohnenranger-Klimmer schon aufs Feld gekommen. Ja. Und zwar möchte Prischer ihm jetzt natürlich auch gleich dann Schnelligkeit verleihen. Das ist jetzt in dem Fall aber nicht geglückt. Nee, Prischer hat leider einen normalen Windzauberstein gecastet und das war dann so... der Hans kriegt flugfähig, aber mehr auch nicht. Herzlichen Glückwunsch, ja. Das war nicht ganz so optimal. Nee, das ist wirklich nicht optimal. Hat er sich anders gelaufen. Vorgestellt gehabt? Wir können ja mal einmal gucken. Und da kommt der zweite wahnsinnige Widerhall. Er hat wieder einen Token geopfert, um den Widerhall zu spielen, auf den Hans natürlich. Das ist natürlich auch extrem ärgerlich wirklich gewesen für den Daniel, weil er spielt wirklich nur einen normalen Windzauberstein. Und dass er dann gerade in dem Moment genau den getroffen hat. Ja. Alle anderen 9 Zaubersteine wären in Ordnung gewesen, aber der durfte es gerade nicht sein. Das auf jeden Fall nicht. Naja. Interessant zu sehen, der Daniel hat sich dafür entschieden, die Todessense zu spielen. Hat einmal sie ein... Oh, er spielt sie sogar dreimal. Was ich als Trend beobachtet hatte in einigen Decklisten, die hatten die Todessense immer nur noch einmal in ihrem Main Deck, um sie halt irgendwie potenziell als Abwurfpotenzial zu haben dann. Aber der Daniel hat sich sogar entschieden, sie dreimal zu spielen. Man muss ja sagen, gegen Prischia ist sie natürlich nach wie vor noch gut. Aber Prischia ist eben sehr, sehr viel weniger geworden jetzt im aktuellen Format. Das auf jeden Fall. So, und von daher bin ich da überrascht, dass der Daniel sich entschieden hat, sie dreimal gleich zu spielen. Also ich bin allgemein überrascht, dass man die Todessense mehr als nur einmal spielt. Also einmal ist in Ordnung, die Todessense kann man halt sehr gut, gerade was Zauber angeht, wenn man irgendwas von der Hand abwerfen muss, die Todessense direkt auf den Friedhof werfen, weil wenn man 3 Sachen aus dem Friedhof entfernt, kann man die Karte wieder auf die Hand nehmen. So, das ist halt immer so besser, als wenn man irgendwas anderes abwirft, was einem eigentlich viel, viel lieber gerade auf der Hand ist. So. Und irgendwelche Vollstrecker mit Schnelligkeit und Unbesiegbarkeit, da fällt mir jetzt wirklich nur die Lumia ein, weswegen man sie noch spielt. Gut, so, es hat natürlich noch den schönen Vorteil, dass du eben deine Göttergabefähigkeiten vielleicht ein weniger kosten lassen kannst. Das ist noch relativ sinnvoll vielleicht? Nicht so wirklich, weil die Göttergabe wird an sich nur für Rezzard günstiger. Ach stimmt, das habe ich vergessen, richtig. Das ist ja leider nicht allgemein. Nee, okay, aber jetzt sonst wäre es natürlich mega genial. sonst wäre es super, ja. So, da wurde jetzt gerade versucht, Mariabella aufs Feld zu bringen auf Seiten von Daniel. Auch eine Karte, die man ja so aus diesen, eine Karte, die man kannte schon aus diesen Prischia-Decks. Genau. Auch sehr, sehr gut kontrollmäßig. Ja. Definitiv. Hat da die beiden verschiedenen Effekte mit Resonanz auf Feuerzaubersteine und auch Resonanz auf Windzaubersteine. In vielen Fällen dann eben sogar beide. Ja, außer ganz am Anfang, wenn sie aufs Spielfeld kommt, da darfst du halt einen Mono-Zauberstein aus deinem Zauberstein-Deck auf deine Spielfeldseite legen. Meistens ist es dann, je nachdem, welche beiden gespielt werden, halt, und je nachdem, welcher schon draußen ist, meistens aber der Windzauberstein. Ja, der Daniel spielt beide, aber der Windzauberstein war eben schon draußen, wie wir gesehen haben, ärgerlicherweise. Aber er konnte sich auch gar nicht einen Feuerzauberstein holen, weil der Jan da auch gleich mit dem Siegel von Wind und Licht drauf reagiert hat und die Mariabella gar nicht aufs Spielfeld hat kommen lassen. Richtig. Und ein Siegel von Wind und Licht ist so eine der ziemlich besten Counterkarten, die es derzeitig gibt, weil sie einfach einen Zauber bzw. eine Beschwörung neutralisiert. Nach wie vor wirklich extrem stark, da gebe ich dir recht. Eine der besten Counterkarten im Spiel. Ja. Die Decks, die sich das erlauben können, das zu spielen, werden das auf jeden Fall auch weiterhin tun. Genau. Und da gehört eben diese, ja doch relativ, ich will nicht sagen langsam, aber diese relativ kontrollmäßige Variante von Jan, des Feetsing-Decks wahrscheinlich, zählt da auf jeden Fall zu den Decks, die sich das erlauben können, die zu spielen. Ja, das auf jeden und Fall. Und auch erlauben sollten. Ja. Und in den ersten 2 Runden hat es ja bei ihm auch relativ gut geklappt. Das auf jeden Fall. Also ich meine, alle seine großen Resonatoren von Daniel sind, sind eigentlich jetzt schon im Friedhof. Und ja, mal gucken, was Daniel da jetzt noch alles so machen möchte. Also, ich glaube, da kommt jetzt erstmal der zweite Hans. So sieht es aus. Insgesamt 4-mal spielt der Daniel den Hans und da ist jetzt Numero Duo. Aber da kommt auch gleich wieder das Siegel von Wind und Licht. Ja, das habe ich mir aber ehrlich gesagt schon fast gedacht, weil der Jan halt wirklich 4 Mana zu seinem Ende des Zuges noch offen hatte.
Ich schätze diese Liste von Jan wirklich eher so als erstmal Control-mäßig ein, so dass er wieder ins Late Game reinkommt, beziehungsweise so ein bisschen langsames Midrange, würde ich jetzt sagen. Aber das kann ja dann auch durchaus problematisch werden, oder? Wenn du dann auf der Starthand nur so deine ganzen Karten fürs Late Game dann hast. Weil das ist ja durchaus. Wie würdest du den Anteil so beschreiben in seinem Deck? Wie viel hat er wirklich fürs Early Game und wie viel ist dann nur fürs Late Game? Also Early Game kann man hier sehen, sind vielleicht so, ich sage jetzt mal 30 bis 40% seiner Okay, Karten. ja. So, also aber wirklich seine richtigen Karten, die er braucht, um wirklich Schaden irgendwann zu machen, kommen halt wirklich erst später. Und Also deswegen muss er sich da wirklich erstmal durcharbeiten durch das Early Game. ganz genau. Mit den 30 bis 40%, wie du sagst, die er da hat. Das kann dann auch schon mal ganz doof laufen, wenn da der Mulligan irgendwie ein bisschen schief läuft, dass man dann halt ganz viele von seinen Late-Game-Karten hat. So, was hat er uns da jetzt hingezaubert? Das ist der neue Gelapis als Resonator. Ja, Egal, stimmt. der schwarz-weiße Eroberer da hier. Wie hieß der denn jetzt noch? Nee, Ja, Moment. der neue Nee, Gelapis Resonator. Gelapis Usurpator im Machtwahn. Wunderschöner Name, klangvoll. Ah, ist wunderbar. Hat auch geniale Effekte, muss ich dazu sagen. Er ist erstmal zielsicher, was schon mal so ganz gut ist, mit 600, 700. Wenn diese Karte auf deine Spielfeldseite gelegt wird, so ich suche dein Deck nach einem Licht- oder Finsternisspruch mit Gesamtkosten von 1. Ja. Also wunderbar perfekt für dieses Finsternis Excalibur. Das, was wir im ersten Feature-Match des Tages heute schon so in prachtvoller Ausführung gesehen haben. Und da wird es auch direkt aktiviert. Ja, Auf den das. feurigen Fuchs der Wiedergeburt auf Seiten von Daniel. Genau. Das Gute ist nur, dadurch, dass der Lapis jetzt auf dem Spielfeld liegt, verliert er durch Finsternis Excalibur keine Lebenspunkte mehr. Die Kombination ist dann ja sogar noch besser. Aber da wird jetzt reagiert. Da wird der Memoriastein. Ah, okay, es wird der Effekt vom feurigen Fuchs der Wiedergeburt angekettet. Genau. Der Memoriastein wurde auf den Friedhof gelegt. Er durfte eine weitere Karte ziehen und hat somit wenigstens noch mal ein bisschen Nutzen daraus gezogen. Aber wo ist der Zauberstein hin? Im Friedhof. Ja, aber ein neuer müsste doch jetzt dazu gekommen sein. Stimmt. Da fehlt noch ein Zauberstein. Zumindest müsste der erholt aufs Feld gekommen sein. Oder wurde da gleich dann noch irgendein Effekt genutzt? Ich würde mal sagen, nein. Das wundert mich gerade ein wenig. Ja. Also normalerweise kommt sowas relativ schnell hinterher. Das wundert mich jetzt ehrlich gesagt auch. Ich würde sagen, das hat man einfach vergessen. Wir können ja einmal doch nachfragen gehen, ob da vielleicht irgendwie was vergessen wurde, damit wir da auf Nummer sicher gehen. Schicken wir mal gerade einen unserer Kollegen rüber, dass der mal einmal für uns nachfragt, damit wir euch auch wirklich genau sagen können, was da passiert ist. Und der Daniel guckt ganz erstaunt, ob da. Er überlegt, überlegt. Aber scheinbar haben wir da. Aber anscheinend haben wir da nicht ordentlich aufgepasst. So muss es mal wieder sein. Der Daniel fühlt sich da ganz entsetzt und empört, was denn da jetzt los war. Oder? Jetzt überlegen sie vielleicht doch beide. Vielleicht wird da jetzt ein Judge dazu geholt. Ich weiß es. Ja, doch, Ja. tatsächlich. Wir haben gerade den Judge-Ruf gehört. Und dann war es wohl doch tatsächlich. Sind wir doch nicht ganz auf die Nase Ja, gefallen? anscheinend. Gott sei Dank, dass wir da vielleicht doch noch was mitbekommen hier. Ja, das Problem bei solchen Aktionen immer ist, Es ist wenn. jetzt schon was danach passiert, halt leider, ne? Richtig. Und das Problem bei sowas ist immer, wenn der eine das nicht sieht und der andere schon, muss der andere, der es gesehen hat, ihn darauf hinweisen, dass es passiert ist. Weil sonst kriegen beide ein Warning wegen Unfair Played und Misplayed. Ja, dadurch, dass sie dann beide eben die Situation, sie sind eben beide dafür verantwortlich, als Spieler den Game State richtig zu halten. Richtig. Und eben kann man dann leider, oder was heißt leider, eigentlich ist es ja schön, dass es ein interaktives Spiel ist, es sind eben wirklich beide dann dafür verantwortlich, wenn da ein Fehler auf einer von beiden Seiten passiert, weil eben beide wirklich sicherstellen müssen, dass da sowas nicht passiert. Und das ist natürlich ganz cool, dass wir da jetzt gerade sogar unseren Sachverstand einbringen konnten und das Spiel hier auf faire Weise am Laufen halten. Das finde ich doch auch mal schön, dass wir hier mal nicht nur einfach kommentieren, sondern auch mal ein bisschen Fehler ausmerzen können. Ich bin mal gespannt, wie schön das jetzt die beiden Spieler finden. Also ich hoffe mal, dass es da jetzt keine größeren Spielstrafen gibt, dass es da vielleicht noch irgendwie jetzt zu einem Spielverlust kommt. Aber eigentlich Nein, ist danach nicht nein. so viel passiert, dass es das hier irgendwie unreparabel wäre. Von Richtig. daher müsste das eigentlich einfach mit einem Warning jetzt hier irgendwie geklärt werden können. Da geht auch der
der Griff zum Result Slip und der Zauberstein darf dann eben auch noch geholt werden, ja, der da vergessen wurde. Genau, das hätte ich mir jetzt auch nur so vorstellen können, weil halt einfach das Mana war ja alles erholt und so weiter und so fort, nur hat er halt im gegnerischen Zug sich die Steine halt nochmal geholt. So, ja. Und dann hatte er halt einfach nur einen Mana noch weiter offen und hätte mit einem Mana vielleicht noch irgendwas machen können. Das ist halt nicht nachzuvollziehen, deswegen gibt es dafür halt nur das Warning, dass es nicht ordentlich eingehalten wurde. Ja, dann jetzt eine Karte, die mittlerweile auch vierfach gespielt wird in den Decks mit Prischia, ist das galoppierende Flammenpferd. Mhm. Die wurde auch schon ein bisschen immer gespielt, war aber noch nicht so richtig zu finden in den Prischia-Decks im letzten Format. Genau, weil es halt Levitan gab. Genau, weil es Levitan gab, ganz richtig. Und da ist jetzt aber das galoppierende Flammenpferd wirklich auch eigentlich komplett in die 6 gewandert. Die meisten Prischia-Spieler greifen wirklich drauf zurück. Mhm. Gibt eben Vollstreckern oder Resonatoren deiner Wahl Schnelligkeit. Wie du sagst, ist eigentlich der Ersatz für Levitain, weil so dann eben die Prischia, wie sie es jetzt auch gerade unter Beweis stellt, mit Schnelligkeit was anfangen kann. Genau. Und so das galoppierende Flammenpferd hat eben eine Vermächtnisfähigkeit, heißt, es kann einfach aus der Hand genutzt werden und einfach abgeschmissen werden, um dann das Ganze zu realisieren. Ja, für Jan hier gerade sehr schön dargestellt, hätte er jetzt beim Flip von Prischia nicht gesagt, dass er einen Stein tauschen möchte, hätte er eben gerade zum Beispiel die Göttergabe jetzt nicht aktivieren können, weil er nur den Mono-Zauberstein vorher bekommen hat. Allerdings, ja. So, jetzt konnte er das aber zum Glück machen und hat auf der Prischia derzeitig 2000 ATK drauf. Und der Jan hat halt auch nur noch 1800 Lebenspunkte. Mhm. Das könnte hier dann doch langsam gefährlich werden. Der Feldvorteil ist zwar auf Seiten von Jan, aber jetzt hat der Angriff von Prischia auch bewirkt, dass wieder der Effekt genutzt wurde, einen neuen Zauberstein zu recyceln. Ja. Und damit geht der Griff auch bei Jan dann zum Lebenspunkteblock und es sind nur noch 200 Lebenspunkte an der Zahl. Und da soll jetzt dann die Tama angreifen. Die muss natürlich geblockt werden. Wird jetzt in dem Fall dann von der Tama von Jan selber geblockt. Mhm. Dann greift auch die andere an. Ja, obwohl sie kann auch einfach die Tama geschossen haben. Ja, eins von beiden macht ja im Endeffekt keinen großen Unterschied. Eben. Und der Jan ist jetzt bei minus 99 Lebenspunkten. Interessant, gut, interessant. Alles klar. Nee, aber eben, also den Tama ist einfach durchgekommen, die zweite. Genau, weil er einfach gesehen hat, Moment, da kommt gleich noch die Göttergabe, weil er ja den Doppelzauberstand bekommen hat. Dann ist sowieso Ende. Ja, und dann sehen wir eben, dass Prischia doch noch irgendwie schlagfertig und schnell ist und dass Prischia eben nicht abzuschreiben ist, auch wenn Levitain nicht mehr dabei ist. Ja, das stimmt wohl. Und obwohl man dazu sagen muss, Prischia ist nicht mehr ganz so stark. Da gibt dir das Metagame ja auf jeden Fall auch recht. Es spielen einfach insgesamt weniger Leute, aber trotzdem eben auch noch vermehrt ein paar Leute. Vermehrt ein paar Leute, wunderbar. Ja. Aber auf jeden Fall spielen es noch Leute. Zum Beispiel eben der Daniel. Der Daniel ist auch bekannt von mehreren Grand Prix. Den hatten wir sogar, glaube ich, auch schon mal im Featured-Match. Und immer mit guten Resultaten unterwegs. Hat also sicherlich sein Deck auch gut getestet. Ja, das auf jeden Fall. Und wir sehen jetzt hier, das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Mhm. Prischia kann immer noch ihre Göttergabe nutzen, kann immer noch sehr, sehr viel Schaden in einem Zug austeilen, auch wenn Levitain nicht dabei ist. Mhm. Galoppierendes Flammenpferd, eine schöne, definitiv, gar nicht neue, aber jetzt ersatzweise Alternative für das Levitain. Ja. Und dadurch definitiv immer noch mit genug Feuerkraft unterwegs, die Prischia. Das auf jeden Fall. Also es wurde einfach nur geändert, dass statt dass Prischia halt einfach mit einem OTK Turn 2 rüberkommt, mit einem OTK Turn 3, ja, wenn alles gut läuft. Wenn alles gut läuft und wenn es dann wirklich ziemlich schlecht läuft für den Gegner. Ja, das auf jeden Fall. Das wünscht man keinem, dass er hier heute wirklich noch einen Turn 3 OTK von der Prischia bekommt. Aber ich meine, in welchem Zug waren wir ja gerade? Wir waren nicht viel weiter, wir waren in 4, 5, es war kein OTK, es wurde vorher 6. schon Schaden gemacht. 5 oder 6, eins von beiden. Auf jeden Fall auch noch relativ schnell. Ja. Und damit muss man wohl sagen, Prischia trotzdem im aktuellen Format Agro-Deck Nummer 1. Vielleicht mit Lumia ein bisschen im Streit. Lumia mittlerweile auch relativ aggressiv. Ja, aber eher weniger als Agro-Deck, als eher so ein bisschen Midrange. Ich lass da mal einen Hook platzen und klau dir die Mana-Steine. Ja, da hast du natürlich recht. So, gut. Da hören wir es gerade. Genau. Da gehen wir wieder aufs Spielfeld. Richtig. Wurde uns hier ins Ohr geflüstert. Ja, wurde anscheinend gerade schon gesided von Daniels Seiten aus. Jan ist immer noch mit dabei. Ich guck mal kurz, was der Jan hier siden könnte gegen die Prischia. Ja, gucken wir mal. Also was
Ah, da haben wir doch was. Und zwar den Schieß los, Orkan. Ja. Oh ja, Macht altbekannte des Karte. Genau. Das ist natürlich auch eine wunderbare Karte, gerade gegen den Hans, weil der Hans will eigentlich immer, wenn er schon liegt, fliegend mit Schnelligkeit rüberwandern. Und das ist natürlich dann so, okay, ich zahle mal einen Mana, damit ich keinen Riesen auf dem Spielfeld vor mir habe, den ich nicht mehr wegkriege. Ja, grundsätzlich die ganzen Karten ja ohne Flugfähigkeit, aber Prishyas Resonanzeffekt bringt sie eben immer dazu, dass sie dann doch fliegen. Mhm. Und da freut sich der Macht des Orkans natürlich drüber. Und das ist sicherlich eine Karte, die der Jan reingebordet hat. Ja. Und was ihn noch besser machen könnte, der Daniel hat im Sideboard die Möglichkeit, auch noch Mythenspinnen inklusive Izanagi reinzuborden. Und Izanagi ist natürlich auch eines, was im letzten Format schon prädestiniertes Ziel für Macht des Orkans war und deswegen auch natürlich weiterhin ist, wird dann auch gerne weggeschossen. Muss ich widersprechen, weil nämlich die Pressure-Spieler irgendwann halt gemerkt haben, Macht des Orkans ist halt für so einen 3-Mana-Zauber mit einem 6-Mana-Izanagi, der irgendwie 2000-2000 ist, irgendwie so ein bisschen zu schade, um es dafür wegzuwerfen, sage ich jetzt mal. Oh, deswegen tatsächlich? Haben, ja, sie haben halt einfach irgendwann gemerkt, okay, ich nehme jetzt einfach nur die Resonatoren von deinem Feld aus weg, gebe meinem Izanagi Schnelligkeit und laufe einfach mit 2000 rüber, anstatt ihn noch fliegen zu machen, was er an sich in dem Moment gar nicht braucht. Weil einfach meistens ist das gegnerische Board durch den Izanagi komplett leer. Ja, auf jeden Fall. Das macht definitiv Sinn und die Entwicklung kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, dass die Leute dann einfach Izanagi ohne Flugfähigkeit bringen. Ja. Also es um ihn dagegen gerade gegen den Macht des Orkans zu schützen, der ja im letzten Format wirklich überall anzutreffen war, eigentlich in jeder Liste hast du Izanagi gesehen, hast du Macht des Orkans gesehen, du hast leider auch fast in jeder Liste den Izanagi gesehen. Ja, das stimmt. Aber auf jeden Fall auch den Macht des Orkans. Ja. Da kriegen wir ihn eingeblendet, kurz und bündig, einfach einen Resonator mit Flugfähigkeit zerstören und das erste Spiel war jetzt auch relativ kurz und bündig. Mal gucken, wie das zweite Spiel jetzt hier laufen wird. Die beiden haben jetzt gerade ihre Starthände gezogen. Gucken wir mal, was da Mulligan-mäßig möglich ist. Ich sehe auf der Hand vom Jan auf jeden Fall, glaube ich, 2 Tamas. Mhm. Ja, ist wieder Pressure mit Fiesing. Er hält sogar, ich glaube, er hat die gesamte Hand gerade gehalten, der Jan. Ja, das kommt auch ganz gut hin, weil einfach 2 Tamas auf der Starthand mit Fiesing ist gar nicht mal so schlecht. Gerade was so die Tokens angeht, ich spiele 2 Tamas aus, kriege 2 Handkarten und einen Token dazu, habe 400 Schaden, die ich schießen kann, was will ich mehr? Damit kriege ich am Anfang wenigstens schon mal gerade die Elfenheilige weg und ich habe gerade gesehen, er hat 3 Tamas auf der Startseite. 3 insgesamt sogar, verrückt. Ja. So, und jetzt sehen wir die Hydromonika. Und die Hydromonika ist nämlich eine ganz, ganz wichtige Karte jetzt aktuell in der neuen Variante des Prisha-Decks, weil ist hier nämlich eben ermöglicht, nicht wie früher den Izanagi oder den Captain Hook aufs Deck zu legen, sondern es wird jetzt stattdessen eben der vorhin angesprochene Umrah Tawil aufs Deck gelegt. Richtig. Der dann durch den Effekt von Prisha vom Deck direkt aufs Feld kommen kann und dann seinen extrem starken Effekt nutzen kann eben. Ja. Und von daher ist die Hydromonika schon mal... Genau, der Würfel zeigt uns an, dass der Daniel auch noch Energieschub hat. Richtig. Und da sehen wir gleich alle 3 Tamas. Im zweiten Zug sind sie alle 3 schon auf dem Feld. Und dann darf jetzt, da die zweite Karte ausgespielt wurde, natürlich auch wieder die Spielmarke eingesetzt werden. Damit jetzt also schon 4 Resonatoren auf dem Spielfeld von Jan. Mhm. Ganz genau. Aber wir können ja mal überlegen, in welchem Zug könnte der Daniel dann frühestens die Combo bringen, dass er mit der Hydromonika und der Prishya sich einen Umrah Tawil aufs Feld bringt. Im nächsten. Im nächsten direkt schon? Genau. Und zwar, er hat jetzt, zieht er erstmal, dann verbannt er daraufhin die Hydromonika, packt den Umrah oben aufs Deck rauf. Ja. Und zwar verbannt er sie mit der Marke und dem Mana-Elfen. Stimmt, dadurch produziert die er Mana. Elfenheilige ist ja auch noch da, ganz richtig. Mhm. Oh, und guck mal, da soll jetzt schon direkt reagiert werden. Das muss er auch machen, weil sonst kommt das nämlich so. Das Problem ist nämlich daran, dass Daniel. Oh. Gute Idee. Sehr, sehr gute Idee. Mhm. Schnelles Wachstum wird angekettet. Die beiden Tamas sollten gerade die Elfenheilige schießen, damit eben diese Kombo nicht stattfinden kann. Und jetzt bringt schnelles Wachstum aber die Elfenheilige auf genug Leben, um beide Tamas zu überleben. Und damit jetzt diese Kombo ins Rollen zu bringen. Oh, aber jetzt wird
Hans gebracht? Ja, ganz einfach deswegen, weil er diese Kombo mit Umrad trotzdem nicht hätte gebracht werden können. Ganz einfach aus dem Grunde, er hätte vor seinem Antep die Hydro verbannen müssen, alles oben drauf packen, dann mit der Elfenheiligen und den Zauberstein flippen. Oh ja, das, Umrad halt raus. Das hätte dann nicht geklappt. Ja. Richtig, es war ein Mana zu wenig. Eins zu wenig. Und jetzt wurde aber direkt auch wieder der Hans in den Friedhof geschickt, weil zerteilende Winde als Reaktion aktiviert wurde. Für die Kosten von 0 einfach wunderbar. Extrem starke Karte, wirklich. Also zerteilende Winde, finde ich, ist eine Karte, die jetzt wirklich als Staple auch Einzug gehalten hat ins aktuelle Format, weil du sie eigentlich wirklich immer so häufig für Kosten von 0 aktivieren kannst, was so extrem stark ist. Du kannst alle möglichen Zauber neutralisieren, hast da die komplette freie Wahl und hast einfach extremen Vorteil, wenn du sie für Kosten von 0 aktivieren kannst, finde ich. Also es ist einfach auch eine extrem gute Karte. Gerade am Anfang auch, wo du sagst, ich möchte jetzt irgendwelche Sachen spielen, nur mein Gegner spielt gerade die erste Karte, die du halt dann nicht countern kannst, aber dafür die zweite und weiterfolgend. Ja. Und meistens ist es so, dass man gerade am Anfang irgendwie eine Karte spielt, wie zum Beispiel damals mit Pressure Miss, dass du Naturgesetze entlang gespielt hast, um schon mal eine Karte gespielt zu haben, hast trotzdem dein ganzes Mana noch da, spielst dann Mythenspin. Und gerade Mythenspin willst du mit sowas zum Beispiel countern. Naja, aber selbstverständlich, ganz genau. Ja. So, dann schießen sich jetzt Tamas da gerade gegenseitig. Ja. Ich weiß nicht, welche Tama angefangen hat. sonst hätte ich nämlich gesagt, dass der Daniel hätte noch mit der Tama auf den Token schießen können, damit genau das nicht passiert, was er da jetzt gerade gemacht hat. Und zwar, was ist da gerade passiert? Der Jan hat wieder diesen Widerhall gespielt. Den wahnsinnigen Widerhall hat er wieder ausgespielt. Ach, tatsächlich, ja. Genau. Und damit hat er die Elfenheilige zerstört. Ja. So. Das ist natürlich stark. Ja. Und damit haben beide jetzt ihr komplettes Feld verloren. Genau. Aber wir sind es gewohnt von Prisha Decks, dass da relativ schnell dann trotzdem nur durch den Vollstrecker es wieder viel Power geben kann. Viel Schwung, viel Angriffspunkte, die da irgendwie dann Jans Lebenspunkte, die ja im Moment Gott sei Dank für ihn noch bei 4000 sind, irgendwie doch ganz schön stark dezimieren können. Ja. Aber jetzt schauen wir mal. Erstmal wird wieder ein Zauberstein durch Prisha geholt. Heißt also, diesen Zug wieder kein Urteil. Richtig. Und jetzt? Das hätte sich aber höchstwahrscheinlich auch nicht gelohnt, weil dafür hätte er mindestens noch ein Pferd auf der Hand haben müssen und das dritte Mana dafür. Ja, das wäre absolut verschwendet gewesen, das stimmt wohl. Aber er hat gar nichts aktiviert. Er hat erst noch überlegt, ob er für zwei was bringt. Mhm. Ich schaue mal einmal, was denn eigentlich der Daniel noch so an reaktionären Karten irgendwie in seinem Deck hat, die er im gegnerischen Zug aktivieren könnte. Und so richtig viele sind das nicht. Er spielt auch Macht des Orkans. Mhm. Hätte da also auch die Reaktion im gegnerischen Zug, flugfähige Resonatoren beim Jan zu zerstören. Ja, was aber nicht so relevant ist, weil die meisten Elfen fliegen nicht. Würde ich erstmal auch sagen, dass es nicht so relevant ist, richtig? Und ansonsten schwierig. Also zerteilende Winde spielt der Daniel nur im Side-Deck. Okay. Aber die sollen ja im Optimalfall eigentlich auch gar keine Willen kosten. Von daher muss er sich dafür wahrscheinlich auch gar nicht so viel offen halten. Hm. Genau. Und ansonsten himmlischer Windstoß spielt er noch. Er hat die Hydromonika jetzt nicht verbannt. Okay. Das finde ich jetzt gerade sehr interessant, dass er das nicht gemacht hat. Weil damit hätte er, glaube ich, sein ganzes Spiel erstmal drehen können. Auch wenn Jan noch 3 Mana offen hat. Ne, 4 Mana sogar. Ja, mit dem Elfenheiligen sind es 4, ganz genau. Ja. Aber es wurde einfach abgegeben. Es ist wieder der Zug von Daniel, richtig? Ja. Aber dann ist ja beim Jan tatsächlich auch recht wenig passiert. Okay, er hat wahrscheinlich wieder relativ viele Counter auf der Hand. Siegel von Wind und Licht, etc. Zerteilende Winde. Und jetzt, worüber ja auch schon im vorherigen Zug überlegt wurde, werden zwei Willen erschöpft. Aber okay, darüber hat der Daniel im letzten Zug sicher nicht nachgedacht. Jetzt wird das Urteil durchgeführt. Oder auch nicht. Der Jan möchte wohl reagieren. Okay, gut. Das war die Zero. Die Zero sagt halt, also die neue Zero, hier, ich habe den Namen gerade wieder nicht drauf, Zero Klinge des Königs. Genau. Ja, wie wir sie vorhin schon mal hatten. Schnellzauber. Genau, sie ist Schnellzauber, kostet 2 Mana
und du darfst halt nur pro Zug eine Karte ziehen. Wahrscheinliches Gameplay, dadurch, dass Pressure geflippt wurde, wäre der Stein gewesen, um nochmal eine Karte nachzuziehen, hat er halt die Zero gespielt, um das zu verhindern. Ganz genau. Ja. Das ist, glaube ich, recht gut aufgegangen, der Plan. Mhm. Aber jetzt werden gleich die anderen beiden Zaubersteine auch noch erschöpft. Und jetzt für zwei, was kommt da jetzt noch? Ha, scheinbar gar nichts. Ach doch, da. Da wird eine windgeschützte Zuflucht jetzt ausgespielt. Interessant. Da soll sich also schon mal vorsorglich geschützt werden gegen Zerstörungseffekte. Ja, das ist auch ganz praktisch so, weil wenn da jetzt, so wie das beim beim Jan aussieht, hat er nämlich schwarzes Mana. Ja. Und weil er jetzt nämlich nochmal ein schwarzes Mana haben sollte, dass nicht der Moonbeam einfach so um die Ecke kommt. Der Schwarzmondstrahl ist natürlich immer eine Gefahr, die da in solchen Decks wirklich permanent da ist. Genau. Und da ist die windgeschützte Zuflucht natürlich gut. Allerdings hatte der Jan, hatte der Daniel in seinem Zug eben schon eine Karte gezogen jetzt im Endeffekt? Weil die windgeschützte Zuflucht hätte ihn ja auch nochmal eine Karte ziehen lassen dürfen. Richtig. Und dann durfte er tatsächlich keine Karte durchziehen. Das ist natürlich ärgerlich. Ja, genau. Aber mir fällt gerade auf, der Jan, der hat nur einen Schwarzmondstrahl und das nur im Side-Deck. Oh. Also der wird ziemlich sicher den Weg ins Main-Deck gefunden haben jetzt fürs zweite Spiel. Ja, das denke ich auch mal. Und der Garantie. Oh. Eine Karte, die man nicht ganz so oft sieht, das ist der Oberon. Der Oberon. Mhm. Oberon, Moment. Ja, erzähl uns doch einfach nochmal genau, was der Oberon macht. Genau, der Oberon, wenn er aufs Spielfeld kommt, holt er drei Elfentokens aufs Spielfeld drauf. Da sehen wir sie gerade, wie sie angeflogen kommen. Oberon, Herr der Elfen. Kostet 4 Mana und ist 700/700 groß. Sieht eigentlich ganz schick aus, sogar die Karte. Ja, besonders in der Full-Art-Version, die er da gerade auch ausgespielt hat, glaube ich. Genau, das sind, ist eine Karte aus der Wingolf-Box. Die sind alle Full-Art. Ah, okay, den gibt es sogar nur in der Wingolf-Box. Ah, okay, dann ist es natürlich schön, aber auch nur in der schönen Variante erhältlich. Ja. Eben. So, und er macht halt aber auch nicht mehr, als nur drei Elfen auf die Spielfeldseite zu legen. Es wird dann höchstwahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, da kriegen wir ihn gerade reingeblendet, dass Jan demnächst vielleicht seine Feasting flippen wird, um alle Elfen zu pushen. Oh ja, das sind plus 300 plus 300, richtig? Ich war oder der plus Meinung, 200? Plus, nee, plus 400 plus. Oh, sogar plus 400. Ja, doch, stimmt. Auf der Rückseite sind es plus 400, plus 400. Mhm. Du hast recht. Ganz recht. Das wäre dann ein großer Schlag, der da mittlerweile schon auf dem Tisch läge. Aber jetzt muss ich erstmal im gegnerischen Zug vor Prisha in Acht genommen werden, die ja in Vollstreckerseite, auf Vollstreckerseite dort liegt. Das galoppierende Flammenpferd kommt jetzt erstmal dieses Mal als Resonator aufs Feld. Mhm. Hat dort auch Schnelligkeit. Kann nicht nur anderen Schnelligkeit geben, sondern hat auch selber Schnelligkeit. Ja. Ich habe jetzt auch eine leichte Vermutung, was er jetzt vorhat. Der Daniel? Genau. Erzähl. Ich würde jetzt so vorgehen, dass die Pressure angreift. Auf den Angriff würde ich die Hydromonika verbannen, den Umrad oben auflegen. Ja. Und dann endlich meine lang ersehnte Kombination rauskriegen. Und in welchem Resonator soll das dann noch enden? Den Hans dann auch noch? Also das Pferd geht runter und das Deck. Ja, na klar. Der Umrad kommt oben rauf. Und der würde dann vielleicht... Genau, das meinte ich eher, wer soll dann durch Umrad vielleicht noch kommen? Er kann ja drei Sachen dann holen. Dann würde er also wahrscheinlich Hans... Ich weiß gar nicht, ob Hans so viel bringen würde in dem Moment, weil der Schnelligkeit dann nicht mehr kriegen könnte in dem Zug. Genau, also er würde keine Schnelligkeit mehr kriegen, aber die windgeschützte Zuflucht liegt trotzdem da. Kann also für einen Vernichtungsspell benutzt werden, um den Hans zu beschützen. Ich würde jetzt aber vielleicht einfach mal sagen, der Hans kommt dann mit, ich weiß jetzt gerade nicht, was er noch im Deck hat, deswegen vielleicht noch eine Sylvia könnte noch kommen. Die Sylvia wäre möglich, ganz richtig. Und ansonsten die Einser haben wir schon gesehen, die Elfenheilige wäre eine sehr defensive Variante. Ansonsten natürlich die Tamas. Mhm. Und an Dreiern könnte er eben Faili bringen. Genau. Das wäre eine sehr, sehr gute Sache. Ansonsten bei den Zweiern können wir noch den feurigen Fuchs der Wiedergeburt erwähnen, den er da bringen könnte, der aber auch jetzt nicht so richtig ihn voranbringen würde. Und das war es dann sogar auch schon an Resonatoren, die er da zur Auswahl hat. Okay, gut. Ja, dann... Aber da liegt das Deck jetzt schon noch so ein bisschen mittig. Genau das soll jetzt scheinbar passieren.
Ja, also er hat die Hydro verbannt, hat eine Karte ausgewählt. Die muss er schließlich nicht vorzeigen, was hier in diesem Fall wirklich ein sehr guter Vorteil ist, weil es wird von der Hydromonika gesagt, du musst dir eine Karte aus dem Deck aussuchen. Es wird nach keiner speziellen Karte gefragt. Deswegen musst du sie nicht vorzeigen. Ja. Und ich meine, das ist jetzt ja sogar vielleicht auch echt noch ein Nachteil für den Jan, weil es könnte ja im Prinzip jetzt auch ein Izanagi oder ein Captain Hook kommen. Und es ist diesmal sogar der Izanagi. Ja. Er hat sich also tatsächlich dafür entschieden, Izanagi und wahrscheinlich auch Mythenspinnen reinzuborden. Mhm. Und Izanagi hat den altbekannten Effekt, dass jetzt erstmal ein bisschen aufgeräumt werden darf. Und zwar darf er sich aussuchen, Resonatoren, Insignien. Und das war's. Das war's. Bis zu 3 davon darf er sich also aus dem Spiel entfernen. Und für jeden von ihnen kriegt er dann plus 300, plus 300. Mhm. Und da wurden jetzt auch gleich 3 Ziele gewählt. Einmal der Oberon, die Zero und die Mana-Heilige. Ja. Also er hat einen Mana jetzt inzwischen weniger, den Oberon, der einfach da lag. Und die Zero, er darf endlich wieder mehr Karten ziehen. Allerdings. Ja, weil sie alle 3 halt aus dem Spiel entfernt wurden. Und Izanagi ist jetzt 2000 groß. Und damit auch sehr bedrohlich jetzt in dem Fall. Und die Prisha liegt eben auch immer noch schon in Vollstreckerform dort auf seiner Spielfeldseite. Ja. Heißt also, die könnte im nächsten Zug dann auch noch für ordentlich Ärger sorgen. Mhm. Und es wurde auch gleich die nächste Hydromonika ausgespielt vom Daniel. Heißt also, im nächsten Zug könnte dann auch wieder dasselbe Spiel passieren mit der Prisha, wenn da noch irgendwie ein billiger Resonator auf der Hand ist, den man dafür verwenden könnte dann. Sodass dann vielleicht der Umrah Tawil am Ende genommen wird. Ja. Das wäre dann wahrscheinlich die nächste sinnvolle Möglichkeit. Mhm. Oder einfach natürlich der nächste Izanagi, um dann wieder das Feld, was jetzt unter Umständen aufgebaut wird vom Jan, wieder zu durchbrechen. Ja. Und da kommt der Widerhall auf den Izanagi. Schon wieder. Ich glaube, das ist der dritte wahnsinnige Widerhall, den der Jan in diesem Spiel ausspielt. Genau, er spielt 4 Stück davon. Ja. Hat er bis jetzt auch durchaus bewiesen, ja, wie gut er ist in diesem Deck, dadurch, dass der Resonator, der da verbannt werden musste, einfach ein Token ist. Oh. Er hat den Izanagi damit wirklich zerstört. Damit kommen alle 3 Karten, die damit aus dem Spiel entfernt wurden, wieder zurück auf seine Hand. Und der Jan hat halt gerade noch 5 Mana übrig, kann somit eigentlich alles... Einfach alles wieder dahinlegen. Fast alles wieder auslegen, genau. Und der Oberon bringt wieder 3 neue Elfenspielmarken dann mit. Richtig. Ja, da er spielt erstmal die Heilige. Kommt der zweite Token von Fiesing erstmal wieder raus. Allerdings, und da wird das ganze Board jetzt wieder vollgeklatscht. Ja. Und dann, aber ich sehe schon kommen, dass dann im gegnerischen Zug einfach wieder der Daniel die Hydromonika nutzt, den nächsten Izanagi rauflegt und dann das ganze Feld wieder leer räumt. Ja, das könnte passieren. Man hat aber eben gerade gesehen, wie gut das wirklich funktioniert. So, und es kommt halt auch darauf an, was Jan jetzt auch wirklich spielt. Zum Beispiel erstmal ein guter Angriff, auch wenn es noch 100 Schaden sind. Da greift er erstmal mit der Spielmarke an, genau. So, und ich würde jetzt einfach abwarten, was Jan spielt, ob er wirklich den Oberon rausbringt. Dann würde ich den Izanagi definitiv spielen, weil er einfach sagt, der Oberon wird ihm zu mächtig. Mhm. Da er jetzt aber nichts gespielt hat, finde ich das gut, so wie er das gemacht hat, weil einfach er sagt, okay, ich will jetzt mein Mana nicht aufbrauchen, ich habe diverse Counter noch auf meiner Hand, lassen wir erstmal weiter gucken. Und in Daniels Deck ist es eben so, dass er all seine Zaubersteine immer verbrauchen muss für die Plays, die er da macht. Genau. Und deswegen halt leider keine Countermöglichkeiten hat. Richtig. In seinem Deck vermisst man halt eben so Karten wie Siegel von Wind und Licht oder Windmauern und sowas. Ja. Er hat zum Teil eine Winde im Sideboard, aber da ist ansonsten nicht viel zu holen, was Counter angeht. Und von daher glaube ich... Oh, siehst du, und da sehen wir eben Counter auf der anderen Seite en masse. Genau, das meinte ich nämlich eben gerade. Und das war halt auch wirklich gut geplant. In dem Moment von wegen, da kommt mir irgendwas schon wieder... Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Womit genau? Dass er Pressure tappt für einen Stein. Oh, tatsächlich, das hätte ich auch nicht gedacht. Er hat eben gerade wirklich nicht angegriffen, um sich den Stein zu filtern, sondern um mehr Steine zu haben. So, was ihn an sich mehr bringt, weil er einfach nur 4 Steine jetzt inzwischen hat. Sonst wäre er die ganze Zeit auf 3 Steinen gewesen und mit 3 Steinen kriegt man gerade so einen Hans raus oder gerade so Mythenspinnen.
Ja. Und das ist dann halt irgendwann schwierig, da noch mitzuhalten, um noch irgendwas anderes zu machen. So, aber ich sehe gerade, Daniel hatte eben gerade die Sylvia für die zwei Steine gespielt. Ja, So, und die erste ist nicht durchgekommen, die zweite genau. ist dann aber durchgekommen. Richtig. So, der Jan meinte daraufhin, ich spiele erstmal jetzt kurz meine Zero nochmal schnell aus, damit er erstmal keine Steine, keine Karten mehr wieder zieht. Ja, Sylvia, Klinge des Oberkönigs, kann da natürlich relativ wenig gegen machen. Die hat ja eigentlich nur Schnelligkeit. Und, na gut, was heißt eigentlich nur das? In OTKs kann sie natürlich ganz cool sagen, dass immer nur ein Resonator blocken darf. Moment. Ich glaube, ich habe eben gerade verpasst, dass End of Turn war. Ja, muss so sein, weil sonst hätte Jan das Finsterschwert Excalibur nicht spielen können. Aber da wurde gerade das Finsterschwert Excalibur Richtig. gespielt. So. Und Und es wurde direkt wieder. Was sollte da gerade ausgespielt werden? Hast du das also gesehen? Daniel hat die Sylvia ausgespielt in seinem Zug. Und daraufhin hat Jan in seinem Zug das Finsterschwert Excalibur auf die Sylvia gespielt und wollte sie vernichten, beziehungsweise aus dem Spiel entfernen. Daraufhin hat Daniel gesagt, okay, Windgeschützte ich Zuflucht? windgeschützte Zuflucht verbanne ich und Sylvia bleibt auf meinem Feld. Und daher liegt sie da jetzt immer noch. Genau. Ganz recht. Und die Sylvia, die finde ich persönlich sehr gut, gerade wenn das Board etwas freier ist vom Gegner, was jetzt gerade nicht der Fall ist, aber gut. Da kommen wir hoffentlich vielleicht noch hin. Schauen wir mal, ja. Da haben wir gerade etwas, was für Fiesing sehr untypisch ist. Den Flip. Das Urteil, ja, das sieht man Ja. relativ selten, aber wir haben es ja eben schon angesprochen. Die Vollstreckerseite von Fietzing sagt eben plus 400, plus 400 für unsere Elfenresonatoren oder für andere Elfen, wenn es auch was anderes als Resonatoren sein sollten. Die Spielmarken eben auch. Und deswegen ist da jetzt eine ganz große Front an Resonatoren und dann kommt jetzt auch noch das Excalibur-Schwert. Diesmal kommt es durch auf die Sylvia. Okay, gut. Und damit Damit. ist da jetzt aber sowas von Feuer im Ofen. Da ist jetzt einiges an Angriffspotenzial da. Richtig. Und es kommen zwei weitere Spielmarken. Sehr interessant, muss ich sagen. Die Tokens haben jetzt inzwischen 500, 500 Angriffspunkte. Und Jan macht das gerade so, dass er mit zwei Tokens auf die Pressure angreift. Oh, aber der Daniel reagiert damit. Er reagiert mit seiner Todessense und sagt, die Prisha soll unbesiegbar sein in dem Zug. Nee, nee. 200, 200 Plus extra. 200, plus 200. In dem Fall nicht ganz so gut, weil dann einfach der nächste Token genommen wurde und doch noch die Prisha im Kampf zerstört hat. Richtig. Und von Aber daher. so schon mal besser, als wenn er noch einen Token extra hat, der 500 Schaden macht. Sicher, ganz schlecht war es nicht, auf jeden Fall. Und es hat ja auch nichts gekostet. Er musste einfach nur seine Todessense erschöpfen. Und jetzt muss natürlich hier die große Wende kommen. Da kommt Hans Bohnenrankenerklimmer. Das Kann der ist. zu dieser Wende beitragen? Diesmal Jan komplett ohne verfügbaren Willen. Ja. Keinerlei Willen mehr da, um da irgendwas zu reißen. Und er trifft den Mono-Windstein. Eieieiei, das zweite Mal schon, dass da nur wirklich nicht der Zauberstein gekommen ist, der kommen sollte. Daniel hat aber auch ein Pech, das muss man jetzt einfach mal so sagen. Er Allerdings versucht beide hier. Male den einen Windzauberstein. Aber er hat jetzt das Pferd genommen, ist von der Hand verbannt und dem Hans Schnelligkeit gegeben. Ja, so kann man es So. natürlich auch machen. Ist Ja. leider kostenintensiver, aber hat auch funktioniert am Ende. Eben. So. Und jetzt greift er an, der Jan nimmt diesen Schaden, hat zum Lebenspunkteblock gegriffen, dann aktiviert er den Effekt vom Hans-Bohnen-Rankenerklimmer Genau. und dadurch sehen wir jetzt das erste Mal in diesem Match den altbekannten Riesen aus den Wolken. Und der ist natürlich auch ein altbekannter Brocken, hat halt einfach Ja. 1700, 1700 Zielsicherheit und auch noch eine Barrierefähigkeit gegen Sprüche. Genau. Und ich finde einfach, diese Liste mit Hans und dem Riesen, finde ich persönlich, macht mehr Spaß als Mythenspinnen, weil es individueller ist gefühlt. Bei Mythenspinnen hat man halt einfach nur den Zwang, Izanagi zu spielen, beziehungsweise Frick. Es ist im Endeffekt immer dasselbe gefühlt, Richtig. ne? Ja, da gebe ich dir recht. Oh. Wurde schon abgegeben? Ja, es wurde schon Ah, es wurde abgegeben. schon abgegeben. Gut. Okay, dann kann er natürlich den Effekt von dem Riesen nutzen und einfach allen Resonatoren und Und Vollstreckern Vollstrecker.
800 Schaden schießen und wir sehen, das war einfach das gesamte Feld von Jan. Richtig. Jan hat eben einfach mit dieser einen Aktion, nur dadurch, dass Hans irgendwie aufs Feld mal gekommen ist und da Jan all seinen Willen verbraucht hatte, um sein großes Feld aufzubauen und keine Counter damit mehr ausspielen konnte, einfach sein gesamtes Feld verloren und jetzt sehe ich Schwierigkeiten, dass er da so richtig zurückschlagen kann, weil er müsste jetzt ja dann auch noch den Riesen wegschaffen, weil ansonsten macht er einfach im nächsten Zug genau dasselbe und räumt wieder das ganze Feld leer. Und von daher muss jetzt hier schon richtig, richtig was passieren, damit sich der Jan aus der Situation noch wieder retten kann. Mittlerweile ja auch schon wieder nur noch bei 2000 Lebenspunkten. Ja. So, die Elfenheilige, ob die da so viel beitragen kann, ich äußere meine vorsichtigen Zweifel. Also ich sag mal so, die Elfenheilige wird erstmal dafür wahrscheinlich eingesetzt werden, um den nächsten Hans, der kommen wird, höchstwahrscheinlich, aufzuhalten. Wenn der dann überhaupt noch auf dem Feld ist. Weil der Riese aus den Wolken könnte ja theoretisch schon vorher die ganzen kleinen Resonatoren beim Jan schon wieder kaputt machen. Ja, aber das Mana kannst du ja trotzdem holen. Das Mana kannst du trotzdem holen, das ist richtig. Aber das Mana willst du dafür ja eigentlich auch nur. Ja, gut, das ist richtig. So. Dann kannst du jetzt doch deine ganzen Zaubersteine erschöpfen und kannst dann im gegnerischen Zug trotzdem noch mit Zaubersteinen mit Willen agieren. Das ist natürlich richtig. Ja. Dann bist du zumindest nicht ganz so aufgeschmissen, wie es eben war. So, und dann sind da jetzt noch ganz viele Tokens wieder auf dem Spiel gekommen. Dadurch, dass Oberon wiedergekommen ist. Okay. Richtig. Und jetzt könnte ein entscheidender Zug in diesem Match werden, glaube ich. Mhm. Ich bin mal gespannt, ob der Jan einen Counter hat, falls hier der nächste Hans kommt. Die Mariabella. Erst einmal Mariabella. Ein auch nicht unzubeachtendes oder nicht zu beachtendes Ding. Weil, also ich finde, was ich sagen wollte, dass man sie durchaus beachten sollte. Ja. Ich denke, da sind wir uns einig. Ja, das auf jeden Fall. Und 1000 eben auch. Mhm. Und mit dieser guten Resonanzfähigkeit, dass sie dann auch Resonatoren schießen könnte, wenn es Feuerzaubersteine sind. Genau, den hat er sich eben gerade rausgesucht, den Mono-Zauberstein. Und er darf sich jetzt gleich noch einen Zauberstein holen. Er hat beide Mono-Zaubersteine schon bereits auf seinem Feld gehabt. Damit kommt jetzt der Doppelzauberstein. Er darf beide Resonanzfähigkeiten verteilen. Genau. So, und er wird auf jeden Fall der Mariabella Schnelligkeit geben, damit sie auch gleich schon angreifen kann. Mit dazu. Das macht absolut Sinn, ja. Ja. So, und ich bin mal gespannt, wie er das jetzt gleich machen wird. Er hat zwei rote, also zwei Feuerzählmarken, um jeweils 500 Schaden zu schießen. Der Oberon ist aber nur, ist aber 800 groß. Also es kommt jetzt darauf an. Oh, Jan nimmt das den war Schaden. Ein Angriff, der durchgekommen ist. Gut. 1700 Schaden durch den Riese aus den Wolken. Ja. Jan nur noch bei 300 Lebenspunkten. Mhm. Mariabella kann leider nicht direkt auf die Lebenspunkte des Gegners schießen, sonst wäre es ja jetzt schon relativ schnell vorbei. Ja, aber Mariabella kann angreifen und kann eigentlich jeden Fall blockenden Resonator, den Jan hier vorwerfen wird oder würde, vernichten durch beide Feuerzählmarken. Aber jetzt ist Zero erstmal wieder gekommen. Durch seine Schnellzauberfähigkeit konnte er im gegnerischen Zug da gebracht werden. Ja. Der Kartenzieheffekt derzeit nicht mehr so wichtig. Der Daniel hat genug Karten auf der Hand, beziehungsweise wahrscheinlich nicht, aber es ist eben im Moment egal, weil er einfach zwei riesengroße Brocken da auf seine Spielfeldseite hat befördern können. Genau, also eigentlich hätte Daniel eben gerade das Spiel beenden können, weil er nämlich durch die Pressure der Mariabella eine Schnelligkeit gegeben hat. Ja. So, das haben wir ja gesehen. Die Mariabella hätte angreifen können und er hätte zum Beispiel auch die Beschwörung von Zero verhindern können, indem er gesagt hat, ich verbanne meinen Windzaubermarke, um es zu verhindern. Daraufhin hätte er die hätte Jan die Mana-Heilige getappt und Jan wäre komplett manalos gewesen. Daraufhin hätte Mariabella einfach sagen können, okay, ich laufe jetzt durch, weil nichts auf dem Spielfeld von Jan mehr als 1000 Def hat. Ja, vor was könnte er denn da überhaupt Angst gehabt haben? Ich meine, es kann eigentlich nicht wirklich was sein, was da die Mariabella aufhalten könnte, oder? Vielleicht hat er es auch einfach noch nicht gesehen. Möglicherweise. Hm. Auf jeden Fall ist jetzt stattdessen die Mariabella gerade auf den Friedhof gegangen. Ja, durch die Prisha. Genau. Die neue Prisha, Moment. Wo ist sie? Prisha bereit für das letzte Gefecht.
Genau. Die hat einen Enter-Effekt. Und zwar sagt sie, ja, kriegen wir sie gerade, wenn diese Karte auf deine Spielfeldseite gelegt wird, oder immer, wenn sie angreift. Also genau wie bei der Herrscher, genau. Vollstreckerprisch, ja? Ja. Genau. Zerstöre einen Resonator deiner Wahl, den dein Gegner kontrolliert mit einem ATK, der nicht größer als der ATK dieser Karte ist. Falls du das machst, lege 200, 110 Mark auf diese Karte. Gut. Genau, deswegen konnte er auch eben gerade die Mariabella vernichten, weil die Mariabella genauso viel ATK und Death-Werte hatte, wie sie selbst. Ja. Sie selbst. Genau, und jetzt ist sie 12-12 groß. Allerdings. Mhm. Und jetzt wird es natürlich schon wieder schwierig für Daniel. Ja. Jetzt ist nämlich eben auch noch diese 12-12, wie du gerade eben richtig gesagt hast, Prischia dabei. Und jetzt eine ziemlich große Übermacht an Resonatoren. Sogar auch noch drei Zaubersteine offen. Ja. Plus eine Elfenheilige, sodass im gegnerischen Zug auch noch wieder Counter aktiviert werden könnten. Mhm. Und das sieht jetzt bald danach aus, als könnte Jan hier von 300 Lebenspunkten aus das Spiel wieder für sich entscheiden. Ja. Also, das scheint ja heute zur Regel zu werden. Im letzten Match war das schon so, Featured Match Runde 2, dass es von wenigen Lebenspunkten wieder steil Richtung Sieg ging. Mhm. Und der Jan will uns das scheinbar auch beweisen, dass er das kann. Ja. Aber der Daniel hat da scheinbar noch einen Plan, aktiviert jetzt erstmal den Effekt von der Hydromonika. Und möchte sich dann wieder eine Karte oben aufs Deck legen. Hm. Und da guckt er gerade durch sein Deck, das können wir leider nicht sehen. Aber was könntest du jetzt vorstellen, was jetzt aufs Deck gelegt wird? Wird jetzt Zanagi wieder aufs Deck gelegt, damit er da was schießen kann beim Gegner? Nein. Das denke ich auch nicht, das bringt einfach jetzt nichts genau, mehr. Weil die Prisha kann nicht mehr urteilen, sie wurde vernichtet. Weißes Mana hat er jetzt auch nicht auf dem Spielfeld. Was könnte er haben? Er könnte einen Hans haben, den er oben raufgelegt hat, um einen zweiten Riesen zu holen. Oder vielleicht Mythenspinnen in Kombination mit Izanagi. Vielleicht hat er eins von diesen beiden Sachen auf der Hand und hat es dann gerade ergänzt dadurch? Ja, das kann sein. Möglicherweise war es das. Aber es scheint vielleicht auch die einzige Handkarte gerade bei Daniel gewesen zu sein. Es sah fast so aus, als hätte er gar keine anderen Handkarten mehr. Ja, es sieht aus... Hans. Da ist der Hans, ja. Genau. Das macht natürlich am meisten Sinn, wenn du wirklich keine Handkarten mehr gehabt hast. Ja. Definitiv. Prischia. Also hättest du den Izanagi noch auf der Hand gehabt dazu, dann wäre Mythenspinnen definitiv eine Option gewesen. Gerade um die Prischia da auf der Seite von Jan wieder loszuwerden. Oh. Und da kam der Handshake. Und der Jan lacht und zeigt, ich habe sogar noch Macht des Orkans. Das wäre hier nicht so das Problem geworden. Selbst wenn du hier noch irgendwelche Bedrohungen hättest aufs Feld bringen können, wäre das schwer geworden. Ja. Da ist auch noch, was zeigt er da gerade? Ist das Kaguyas Schmetterlingsmagie? Ja. Ja, genau. Die wäre als nächstes gekommen. Mhm. Aber im Ergebnis heißt es jetzt, wir sehen noch ein Spiel. Richtig. Wobei gerade bei Jan die Anzeige auf minus 1400 geht. Daniel hat ja auch gewonnen. Was? Ja. Jetzt bin ich verwirrt. Der Riese hat getappt und hat eigentlich erstmal das ganze Board von Jan zerstört, bis auf die Pressure. Ja. So, die Pressure hat aber nur 400 Def mehr. So, jetzt zerstörst du mit Hans die Pressure noch dazu. Eieiei, stimmt, du hast recht. Aber Moment, nein. Moment, der Hans lag ja eben gerade schon, als er den Riesen getappt hat dafür. Ja. Das heißt, der Hans hat auch 800 Schaden bekommen. Das heißt, sein Board wäre eigentlich auch leer gewesen von Daniel. Das dachte ich nämlich auch, ja. Mhm. Deswegen habe ich da gar nicht mehr gesehen, wer da überhaupt noch für Schaden hätte irgendwie durchkommen sollen. Ja. Aber gut, die beiden scheinen sich einig zu sein. Ich denke mal, der Jan, wenn er irgendwie das Gefühl hätte, dass er das Spiel nicht verloren hätte, dann hätte er ihm auch nicht die Hand gereicht. Ja. Aber in dem Fall dann Glückwunsch an Daniel. Ja, wir dachten eigentlich, Fall. Dass der Jan es geschafft hätte, hier doch noch zurückzukommen. Aber dann hat der Daniel eben doch gezeigt, dass der Riese aus den Wolken eben eine sehr, sehr starke Karte ist, die einfach das ganze Feld vom Gegner leerräumen kann, die das auch mehrfach tun kann. Ja. Also es hat ja dreimal das ganze Feld vom Jan weggeräumt. Mhm. Und ja, von daher... schon bitter gewesen für den Jan. Ja, das auf jeden Fall. Also es gibt halt nicht wirklich viel, was dem Riesen Widerstand leisten kann. Wenn der erstmal da ist, dann ist es auch schon wirklich, wirklich schwer. Und die altbekannte Hans-Kombo verhilft ihm da immer noch zu. Und die hat immer noch Einzug gehalten jetzt in die Prischer-Decks. Die Prischer-Decks sind auch immer noch einigermaßen viel vertreten. Es sind so um die 15 Decks gewesen, die ich gesehen habe, die Prischer gespielt haben. Mhm. Von den insgesamt 137 Teilnehmern. Und ich würde sagen, dann picken wir uns auch für die nächste Runde wieder zwei von denen raus, die hoffentlich richtig Lust haben, bei uns im Featured Match was abzuliefern. Ja, das auf jeden Fall. Ich bin ziemlich zufrieden mit dem, was wir bis jetzt gesehen haben.
Ich hoffe, ihr auch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder.